Für die letzte Übung brauchst du entweder weiter dein Terraband oder alternativ schweres Gewicht wie eine Kettlebell. So ihr Lieben, wir kommen zur fünften Übung, dem einarmigen Rudern, einer relativ komplexen Übung. Wenn du möchtest, kannst du weiter mit deinem Terraband arbeiten. Dann platzierst du dieses unter deinem Fuß, kommst dort in die Ausfallschrittposition. Alternativ kannst du aber auch anderes Material nutzen, Getränkekasten, wenn der einen ausreichenden Griff zur Verfügung hat, oder eben eine Kurzhantel oder in diesem Fall eine Kettlebell. In den Ausfallschritt kommen, stütz dich mit dem rechten Ellenbogen auf dem rechten Knie ab und nimm das Gewicht in die linke Hand. Die Wirbelsäule machst du lang, der Bauchnabel zieht wieder fester rein. Lange Wirbelsäule, Oberkörper stolz. Auch hier passt wieder eine Faust zwischen Kinn und Brustbein. Der Blick geht also schräg nach vorne unten. Du ziehst die Kettlebell oder das Terraband nach oben ran. Der Ellenbogen gleitet eng an den Rippen vorbei, zur Decke hoch, zum langen Arm zurück. Schütz die Wirbelsäule, halte sie lang, Bauchnabel zieht feste rein. Vermeide hier einen Bizeps-Curl auszuführen, das hieße, du würdest nur den Arm beugen, sondern zieh wirklich den Ellenbogen bewusst noch mal mehr zur Decke. Auch das wollen wir jetzt 20 Wiederholungen ausführen. Nach der 20. Wiederholung hast du noch die zweite Seite vor dir. Das war's mit unseren Übungen für deinen Rücken. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und ihr seid demnächst wieder hier dabei auf DBK Pro Gesundheit.